ausgenockt und alles. Und dann schauen wir mal. Wir müssen wieder zu dem Duke zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier mit dem nächsten Außenposten aussieht, deshalb gehe ich hier erstmal hin. Weil, wenn dann Taxi ist, dann fahre ich mit dem Taxi zurück und wieder hin. Und ich bin immer noch total überwältigt, wie geil Alderaan einfach mal designt ist. Die Berge da hinten zum Beispiel finde ich persönlich richtig Hammer. Aber gut, ist meine Meinung. Finde ich trotzdem geil. Ah, nee, können wir ja gar nicht. Hahaha. Hier gibt es nämlich noch eine Quest, wenn mich nicht alles täuscht. Das vorausgesetzt, aber ich werde es jetzt eben entdecken. Entdeck, danke. So, ne, hier ist unser Androide, gut. Ja. Hören wir mal zurück. Das Blöde ist, die Schnellreise werde ich jetzt garantiert nicht benutzen, denn, 2 Stunden Abklingzeit. Etwas viel. Ne? Auch da kann ich ja kurz mal Vermächtnis. Ach ja, wie man sieht, ich habe es jetzt auf 49 geschafft. Bin ich voll stolz drauf und so. Naja, nicht wirklich, aber... So, was haben wir hier? Prioritätstransport Raumschiff. Vermächtnis Reisen. Um 1 Minute, um 2 Minuten, um 3 Minuten. Macht bei mir 6 Minuten. Wow. Das macht dann nur noch 1 Stunde und 54 Minuten. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und wie man hier so schön sehen kann, die 3 sind fertig. Hier habe ich es nur mit 2 bis jetzt, aber die beiden sind in Arbeit. Das kann ich dazu sagen. Und ich sehe hier gerade, ich muss ein bisschen mit den Gefährten palavern. Das wird lustig. Mit den Gefährten. Das kann nämlich dauern. Und das geht ins Geld wie sonst was. Naja. Macht ja nichts. Oh Mann. Immer diese langen Wege, ne? Das ist ja mal schlimm. So. Aufgemountet wieder und weiter geht's. So. Jetzt nochmal hier rechts und da links und rechts und links und zweimal Kreis und vielleicht ist es dann erledigt. Vielleicht wohlgemerkt. Da. Hui. Ach ja, der Duke, der Duke. Zup. Wenn jetzt das Gespräch beginnen würde. Die Organa-Speere sind wieder in unseren Händen. Mein Großvater wäre stolz. Ich werde meine Truppen nicht im Stich lassen, General. Denkt nicht einmal daran. Der Chaos-Trupp hat meinen persönlichen Dank. Wir werden heute Abend feiern und uns auf die nächste Schlacht vorbereiten. Ich kann nicht ausruhen, solange der Feind noch da draußen ist. Meine Rationen müssen reichen, Sir. Ich verstehe. Darf ich euch etwas verraten? Armeen wollen keinen unerbittlichen Kommandanten. Zeigt etwas Geist und Lebenslust. Mein Lord, ihr habt eine Nachricht auf eurem Sicherheitskanal. Danke, Harry. Stellt sie durch, General. Es ist lange her, Duke. Wer sind eure Freunde? Das hat euch nicht zu interessieren. Wenn Sie mit dem Wolfbaron vom Haus Thul sprechen möchten, können Sie es selbst tun. Ihr habt befohlen, das Land zu bombardieren und die Geschütze einzunehmen. Ja, so ist es. Das war Teil meines Plans.
Eure Leute wurden auseinandergetrieben und liefen mir direkt in die Hände. Was wollt ihr damit sagen, Baron? Ich will damit sagen, dass das Haus Thul 300 Organa-Bürger gefangen genommen hat. Ich dachte, das würde euch vielleicht interessieren. Stellt eure Forderungen. Wir hören zu. Ich verlange ein persönliches Treffen, bei dem das Schicksal der Gefangenen vernünftig besprochen wird. Ich übermittle euch gerade Ort und Zeit des Treffens. Bis dahin werden eure Leute gut behandelt. Der Unfall mit eurem Schwiegersohn wird sich nicht wiederholen. Schwiegersohn? Aha. Dieser verfluchte Bastard! Ripoknane Karimaraka. Ankhamja lebik mim ark. Ich bin kein Narr, aber ein Herrscher, der sein Volk nicht beschützen kann, ist kein Herrscher. Ich muss gehen. Ich habe keine Angst vor dem Wolf, Baron. Erlaubt mir, die Angelegenheit zu regeln. Ihr seid die einzige Hoffnung für Organa. Aber ihr werdet nicht alleine gehen. Ihr werdet vorausgehen und ich folge euch. Schaltet das Gesindel des Wolfbarons aus, seine Attentäter. Er will ein Treffen? Dann wird es ein Treffen auf Augenhöhe sein. Wir werden eure Leute retten und das Haus Thul wird fallen. So wird es sein. Mami lebik bakmanuk, maraka najaki namya bamyak. Danke, General. Und ihr seid von nun an ein Paladin des Hauses Organa. Mein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Ich verneige mich vor eurem Heldenmut und vertraue eurem Wort. Ebnet den Weg, mein Freund, und lasst uns dem Bösen ins Auge blicken. Yay! Nicht wirklich. So, es gibt neue Stiefel für Elara. Und ja, die ziehe ich immer eben an. War die das? Nein. Die waren das. Ja. Hui! Und wieder jumpen. Aber diesmal ein bisschen anders. Diesmal im Sprung. Wow. Das hat's gebracht. Ich werde mal ein paar Sonnen auf mich draufhauen. Nicht auf sie, auf mich. Hui! Hui! Wow, wie die Sonne heilt. So ungefähr gar nicht. Naja, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Session und bis zum nächsten Mal. Ciao.